Udo Wenglers Freundin Roxy D. ist spurlos verschwunden. Das Team der Detektei Stahl sucht in ihrem Apartment nach Hinweisen. Ja, Herr Wengler, die ordentlichste war ja, wie war der Name gleich nochmal? Roxy war sie ja nicht, ne? Ja, sieht aus wie auf dem Granatenwurfstand hier, ne? Sie ist zu Hause, sie hat viel zu tun. Was heißt, Schlipper, sie hat viel zu tun? Sie ist BHs. Prostituierte. Prostituierte, okay. Okay, wie haben Sie sie denn kennengelernt? So? Nach der Scheidung meiner Ex-Frau hat man ja mal menschliche Bedürfnisse. Wir verstehen uns, denke ich. Und dann hat es irgendwann gefunkt. Okay. Verliebt. Mhm. Ja. Arbeitet sie denn noch? Ja, sie hat sich aber freigekauft. Was heißt freigekauft? Ich habe ihr 10.000 Euro gegeben. 10.000 Euro? Das waren meine Ersparnisse. Und dann auch mal ein bisschen was von Oma dabei. Und wann haben Sie ihr die Kohle gegeben? Das war vor 2 Wochen. Seitdem sie weg ist? Seitdem haben Sie sie nicht mehr gesehen. Nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Muss ich sagen, ist schon kurios. Also, es ist. Ja, also, erste Vermutung, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir echt leid. Aber also für mich klingt das so, als wenn sie entweder ist sie durchgebrannt mit der Kohle oder hat sie Probleme gehabt, dass sie abgebrannt ist? Roxy brennt nicht durch, das macht sie nicht. Traue ihr das nicht zu. Haben Sie es der Polizei schon gemeldet? Ja, aber die haben gesagt, die melden sich, da kam bis heute nicht. Wissen Sie denn, wem sie das Geld da im Endeffekt gegeben hat? Also dem Zuhälter, sage ich jetzt mal. Ich habe keinen Namen. Ich weiß nur, dass der Typ einen Kopftuch trägt. Also einfach Geld gegeben, egal wohin, oder? Ein Kopftuch. Ja. Die Wohnung hier, das ist jetzt Ihre, weil Sie haben Schlüssel? Als Prostituierte findet man schlecht eine Wohnung. Die Wohnung läuft auf meinen Namen. Okay. Ein Foto. Haben Sie ein Foto noch von Ihrer Freundin? Ja. Udo Wengler überreicht den Privatdetektiven ein Foto seiner vermissten Freundin. Der 33-jährige Fliesenleger fürchtet, dass seiner großen Liebe etwas Schlimmes zugestoßen ist. Sie sind jetzt wirklich meine letzte Hoffnung. Ich weiß sonst echt nicht weiter. Ich verstehe auch Ihre Angst und Sorge. Es ist schon, wenn die Freundin auf einmal einfach verschwunden ist. Vielleicht ist auch irgendwas passiert, aber es sieht echt stark danach aus. Also so leid, wie es mir tut. Das ist. Haben Sie denn mal einen Anhaltspunkt, wo wir anfangen können, Sie suchen? Gewerbegebiet Ost habe ich sie kennengelernt. Ah, okay. Das ist schon mal was. Super, Foto habe ich auch. Im Gewerbegebiet Ost wird die Geduld des Ermittlerduos auf eine harte Probe gestellt. Ja, wir stehen jetzt hier schon einige Stunden an der ehemaligen Arbeitsstelle von unserer Zielperson. Bisher hat sich noch nicht großartig viel getan. Ja, wir hoffen natürlich, dass der Typ noch auftaucht heute. Ne? Ja, der hat doch. Ja, der hält auch an. Warte, der hatte doch ein Kopftuch, da habe ich das doch gerade gesehen. Ich sehe gar nichts. Doch, ich habe gerade. Doch, warte mal, er hat eine rote Mütze oder so auf. Siehst du das? Doch. Ich sehe von ihm nämlich nicht viel. Rotes Kopftuch. Und Sonnenbrille auf. Die Lederjacke sieht doch typisch aus. Guck mal, der begrüßt sich schon ganz herzlich. Ja, das ist auf jeden Fall der Zuhälter. Aber handelt es sich bei dem Kopftuchträger auch um den Zuhälter, von dem sich Roxy D. mit den 10.000 Euro ihres Freundes freigekauft haben soll? Die Ermittler werden dieser Frage auf den Grund gehen. Der diskutiert dann mit den Mädels. Der hat den auf jeden Fall Geld abgeknöpft. Hat er? Das habe ich gar nicht der gesehen. Der hat den Geld abgeknöpft, doch, doch. Das ist auf jeden Fall der Zuhälter. Chris Täuber und Cora Reinhardt folgen dem Fremden unbemerkt. Wird der Mann die Detektive zur vermissten Freundin des Auftraggebers führen? Ich kann gar nichts sehen, das ist so dunkel. Geh mal hinterher. Die Privatdetektivin verschafft sich einen Überblick, während ihr Kollege im Ermittlerwagen wartet. Als Cora Reinhardt kurz darauf zurückkommt, weiß sie mehr. Das ist definitiv ein Bordell. Und er ist da auch reingegangen. Da standen 2 Mädels noch davor. Ja, ja. Nach wie vor schließen die Detektive nicht aus, dass Roxy D. mit dem Geld ihres Freundes durchgebrannt ist. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass die 24-Jährige in großer Gefahr schwebt. Hi. Hallo, mein Freund. Hallo. Ich wollte ein bisschen Spaß haben. Ja, leider nicht hier und nicht heute. Nicht hier, nicht heute, weil? Wir haben hier geschlossene Gesellschaft und ich darf sie dann direkt auf direkten Wege nach draußen bitten. Okay. Geld genug hätte ich dabei? Ich habe auch keine Lust zu diskutieren, in keinster Weise. Also, okay. Bitte. Ja gut, alles klar, kann man nicht machen. Ne? Nee, so ist ein anderer Platz. Ja, gebe ich mein Geld woanders aus. Tja, das war ja mal ein Satz mit X, ne? Das kann er sich erlauben, Mama? Scheint so. Ach, guck mal, da kommt jemand raus gerade. Lass uns die doch mal ansprechen, Chris. Vielleicht kriegen wir von der irgendwas raus, wenn wir schon da drinnen nichts rauskriegen. Du bist ein richtiger Fuchs. Vielleicht kennt die ja die Roxy oder so, weißt du? Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung? Kann ich dir vielleicht eine Frage stellen? Nein, ich habe schon Feierabend.
Ja, nee. Müsst ihr morgen wiederkommen? Sowas wollte ich gar nicht fragen. Es geht um was anderes. Was denn? Ja, ich hab eine Frage. Kennst du eine Roxy? Ich hab aber kein. Was? Kennst du eine Roxy? Nein, kenn ich nicht. Tschüss. Ja, tschüss. Warte mal, Fräulein. Ich lass mich das einfach abnehmen. Was wird denn das jetzt? Nichts Schlimmes. Alles gut. Nein. Was wird das denn jetzt? Nein, was wollt ihr von mir? Ich hab ihr seid Privatdetektive. Ja, ja, ja. Was meint ihr? Was soll ich jetzt mit euch zu tun haben? Kennst du eine Roxy? Das geht euch gar nichts an, ob bleib ich sie ganz irgendwie ruhig. Kenne. Wir möchten überhaupt nichts Böses. Wir haben ja, echt aber ein paar ich hab Fragen. Gar keinen Bock auf. Ich kennst hab gar keinen Bock. Nein, keine Ahnung, wer es ist. Ich was, wenn ich dir Geld gebe? Kannst du dich dann erinnern? Was meinst du, wer ich bin? Meinst du, kannst mir Geld geben und dann laber ich irgendeinen Kram? So, was seid ihr für Leute? Was lauft ihr mitten in der Nacht? Wir sind Ermittler, wie wir es gerade schon erwähnt haben. Wir terrorisieren niemanden. Wir ja, machen doch, uns lediglich Sorgen. Ab. Wisst wir ihr, machen wieso uns lediglich Sorgen um ein Mädchen. Was ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Wisst ihr was? Am besten geht ihr weg. Ansonsten rufe ich nämlich noch jemanden an. Ja, ruf an. Das mal. Ja, ehrlich, ihr kriegt Probleme, glaubt ja, mir. Ja, von wem soll ich ein okay, Problem kriegen? Kein, das kommt. Kein Problem. Ibo kommt gleich und glaubt ja, mir, Junge, dann wer willst du nicht mehr Ibo? Hier sein. Wer ist denn Ibo? Das geht dich gar nicht. Lass ihn kommen. So schnell lässt sich das Team der Detektei Stahl nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Telefonat der Prostituierten warten die Ermittler gespannt darauf, wer sich hinter dem Namen Ibo verbirgt. Oh, wer ist er denn? Was jetzt? Hier? Was oh, das ist der Scheiße? Ibo, oder was? Bist das du Ibo? Scheiße. Stopp mal. Warst du nicht gerade in meinem Laden? Da habe ich dich nicht weggeschickt. Ja, war ich. Scheiße, was quatscht du hier meine Mädels an? Was hallo, ist hier? Hallo, was hallo, hallo. Was ist hier los, Freund? Pass mal, was ist hier ruhig. Los? Was läuft ja, okay. Hallo. Was ist hier los? Verstehe ich nicht. Was ist ey, hier los? Bleib mal bitte ganz entspannt. Was ist los? Was ist beruhigen Sie sich mal bitte. Jetzt bitte Schluss. Beruhigen Sie sich mal bitte. Wir was haben lediglich ein, zwei Wochen. Wir meinen das wirklich nicht böse. Es geht um ein Mädchen, das verschwunden ist seit zwei Wochen. Wir machen uns. Was ist hier? Was habe ich damit am Hut? Kennen Sie eine Roxy? Kenne ich keine Roxy. Was wollt ihr? Ich haut die jetzt hier ab. Das, das ist wirklich, wirklich. Wir machen kennst uns echt wahnsinnige Sorgen, dass dem Mädchen was passiert ist. Kennen Sie die? Seien Sie bitte ehrlich zu uns. Ja, ich kenne sie. Ich kenne die Roxy. Was ist mit dir los? Was soll der? Die ist weg. Seit zwei Wochen verschwunden. Spurlos. Wie verschwunden? Was aber? Und die haben Zuhälter verschleppt. Zuhälter? Ja. Roxy hat keinen Zuhälter. Noch nie gehabt. Sind Sie sich da sicher? Ich bin mir sehr sicher. Ich wollte sie selber an Land ziehen, so das scharfe Gerät da. Aber die hat nie einen Zuhälter gehabt. Nein. Immer da ist sie zu raffiniert, die Roxy. Die macht das schon. Okay. Oh, das ist ja eine ganz neue Info. Weißt du, wo die hängt? Nee, keine Ahnung. Hm. Okay. Nach dem aufschlussreichen Gespräch mit Ibo sind die Detektive am nächsten Tag erneut mit ihrem Auftraggeber im Apartment seiner Freundin verabredet. Klopf, klopf, Tür steht auf. Au. Hallo, Wengler. Kommen Sie rein in der Küche. Warum steht die Tür bei Ihnen auf? Man muss ja schließlich mal offen, die Wohnung kann ja nicht so bleiben. Sieht ein bisschen besser aus, ja, stimmt wohl. Wie geht's? Wie ist der Stand? Ja, gut. Wie ist der Stand? Leider nicht so gut. Das heißt? Ja, wir haben ermittelt, aber es ist wohl leider so, dass die Roxy auf eigene Faust gearbeitet hat. Es gibt keinen Zuhälter. Das glaube ich nicht, da muss einer sein. Nee. Vielleicht findet sich ja in den Privatsachen der 24-Jährigen ein Hinweis auf ihren Verbleib. Udo Wengler schließt aus, dass seine Freundin ihn nur ausgenutzt haben soll. Er glaubt immer noch an ihre Liebe. Riecht genauso, nicht noch schlimmer. Ey, cool. Guck mal, Tattoo-Quittung. Circa vor drei Wochen, naja, haut doch hin. Ja, ist doch schon mal was. Im Moment ist die drei Wochen alte Tattoo-Quittung die einzige Spur zu der vermissten Roxy D. Guten Tag. Sekunde. Kein Ding, kein Stress. Hi, ist er schon. Servus. Hi, Chris mein Name. Herr Nock. Geile Arbeit hast du hier. Ja, wer kann, der kann, ne? Ja, hast du selten in der Stadt auf jeden Fall. Erzähl. Ich bin eigentlich wegen was ganz anderem hier. Aha. Ich suche jemanden. Du suchst jemanden? Ja, ich suche jemanden. Sieht dann, ist doch kein Informationsbüro hier, oder? Ja, weiß ich. Tattoo-Studio. Oh, freundlich ist anders. Und zwar suche ich eine Roxy. Eine Roxy? Roxys gibt es ja. Die Sand am Meer. Ja, pass auf, die hier. Kennst du die? Nee, die kenne ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat er gerade das Foto gezeigt. Und zwar suche ich für den Freund von der Roxy. Das ist der Udo. Und der Freund von der Roxy ist der Udo? Ja. Und der sucht die seit 14 Tagen. Die ist verschwunden. Der macht sich Sorgen. Der weiß okay. Nicht, wo die ist. Und kannst du mir da wirklich nicht weiterhelfen? Du bringst mich so ein bisschen in die Bedrulle, weißt du das? Aber du siehst auch nicht aus wie ein schlechter Mensch. Nee, eigentlich nicht. Ich muss dir dem Udo leider mal sagen, dass die seit dass der Torben jetzt ihr neuer Freund ist. Was?
Wer ist denn Torben, bitte? Okay. Die hat sich auch letzte Woche Torben auf dem... Auf dem ja, tätowieren lassen. Ne? Das scheint also was Ernstes zu sein. Oh. Torben ist ein Stammkunde von mir. Ja. Deswegen ist das jetzt ein bisschen heikel. Ja, kannst du mir da vielleicht sagen, wo Mann, der... Pass auf, der Torben hat ein Bordell hier gleich ums Eck. Ich schreib dir die... Ich schreib dir die Adresse auf. Ey, super. Wenig später wartet Cora Reinhardt im Ermittlerwagen auf ihren Kollegen. Hilft der Hinweis des Tätowierers den Privatdetektiven weiter? Ja, wir sind jetzt hier an dem Bordell. Der neue Freund von der Roxy ist wohl der Inhaber hiervon. Chris ist jetzt schon ein bisschen drin und ich hoffe, dass er da irgendwelche Informationen rauskriegt. Beziehungsweise vielleicht ist die Roxy ja sogar da drin. Und? Erzähl. Naja, also Roxy ist leider nicht da. Ist nicht da? Nee, okay. Aber Torben ist da. Ach, guck mal hier. Was ist denn das? Schön die Pelzjacke an. Von der Haarfarbe. Schön die Pelzjacke vor allem an, weißt du? Könnte die gefällt nicht. Dir wieder, wa? Die gefällt was heißt dir gefällt wieder. Dir? Guck mal, wer das ist. Das ist Roxy. Ja, klar. Warte mal. Doch, guck mal, das ist die doch. Ey, das ist die. Keine Ahnung. Das ist die, Chris. Guck das mal, ist die auf jeden Fall, klar. Und das ist Torben. Was machen die? Das ist ja Torben. Guck mal, die fahren jetzt wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat sie einen Abgrund oder so. Fahren hinterher. Scheiß drauf, hinterher. Es ist bereits dunkel, als das Paar sein Ziel erreicht. Die Detektive schleichen sich heran. Ja, wir haben jetzt Torben und Roxy verfolgt, bis hier zu einem Rastplatz am Stadtrand. Die haben sich abgeparkt. Wir mussten leider ein bisschen weiter wegparken, weil wäre sonst aufgefallen. Jetzt pirschen wir uns mal ein bisschen ran und schauen mal, was da passiert. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie Informationen raus. Ja, mit Sicherheit. Chris Teuber ist wie immer optimistisch. Die Privatermittler schlagen sich durchs Dickicht, bis sie endlich gute Sicht haben. Das Paar sitzt immer noch im Wagen. Was haben die beiden vor? Warum blinken wir? Ja, kommt noch einer. Was geht denn da? Warte mal, ganz ruhig. Vielleicht gehören die gar nicht dazu. Glaube ich aber wohl. Sonst hätten die sich kein Lichtdruck bezeichnet. Guck mal, hier steht aus, sie haben sich Lichtdruck übergeben. Ja. Scheiße. Ey, die sind hier verabredet mit uns. Was geht hier ab, Mann? Was ist noch so ein Hauptplatz? Scheiße. Ey, weißt du, was hier abgeht? Ich glaube, da geht richtig hier Menschenhandel ab. Kann das sein? Ey, das Mädchen. Das kann man im Bus. Die arme Kleine. Wie kann man denn hin? Ey, das arme Mädchen. Guck dir das an. Da krieg ich einen Brechreiz. Guck mal, die guckt die richtig von oben nach unten an. Hier vorne, Dekolleté. Das alles stimmt. Wie so ein, Pferd im Viehmarkt. Die Schweine, ey. Pass auf, ich hab Pfefferspray die dabei. Die handeln da richtig. Naja, pass auf, ich hab Pfefferspray dabei. Wenn die jetzt gleich da fertig sind, nutzen wir den Überraschungsmoment. Ja? Das heißt, ich gehe auf die zwei großen Jungs zu, du kümmerst dich um Roxy. Ja, ja. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, ey, stopp hier! Alles klar, Angst da! Lass mich los! Wer bist du? Halt die Klappe! Wer bist du? Lass mich halt die Füße still hier! Lass los! Lass los, du willst! Privatdetektive sind wir! Detektiv Stahl, wir sind Privatermittler! Mir ist scheißegal, wer seid! Bleib mir los! Unser Auftrag! Runter auf die Knie! Wer ist der Mann? Boah, ich halt die Fresse jetzt! Lass mich los! Unser Auftraggeber ist der Wender, sag ich das mal! Halt die Fresse jetzt! Ich werde jetzt sofort die Polizei rufen, den Auftraggeber werde ich auch anrufen, der soll sich hier sofort auf den Weg machen. Für ihn wird es genauso großer Schock wie für uns. Nun ist auch klar, was Roxy D. mit dem Geld ihres Freundes vorhatte. Die 24-Jährige wollte sich nie von einem Zuhälter freikaufen, sondern ist selber eine skrupellose Menschenhändlerin. So, wir sind Privatermittler, ja? Detektiv Stahl, wenn ich mich mal so vorstellen darf. Unser Auftraggeber ist der Herr Wengner. Sagt Ihnen der Name was? Mistkerl. Hä? Mistkerl? Ja. Ich glaube wohl weniger, dass das Mistkerl ist hier, ne? Fräulein, lach nicht so schäbig. Du gehst ab, Fräulein. Ja. Ja, klar gehst du ab. Hier genauso. Menschenhandel ist in Deutschland strafbar. Ja, wir kommen aber auch wieder raus. Ja, dann mach dich auf uns. Nichts nehmen,
vielleicht. Und dann warte ich auf euch, Jungs. Da freue ich mich schon drauf. Alles klar. So. Mit meinem Chef ganz zusammen. Ist okay. Jetzt lasst nur in den Augen wissen. Geht's dir gut? Ja, alles okay? Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich glaube, ich bin okay. Cora Reinhardt sichert dem verängstigten Mädchen ihre Hilfe zu. Für Roxy B. und ihre Komplizen ist das Spiel aus. Die Polizei ist bereits auf dem Weg. Auftraggeber Udo Wengler ebenfalls. Herr Wengler, ich muss Ihnen kurz was erklären. Roxy ist nicht die Frau, für die Sie sie gehalten haben. Es ging hier ganz böse um Menschenhandel, nicht nur um Prostitution. Menschenhandel? Und das Ganze wahrscheinlich mit Ihrem Geld. Beruhigen Sie sich bitte kurz, ich kann verstehen, dass Sie sauer sind, ja? Roxy, was ist hier los? Du hast mir jetzt noch gefehlt. Was ist hier los? Hast du wirklich gedacht, dass ich dich liebe? Ja. Dass du der Mann meiner Träume bist? Guck dir mal den an. Du Vollidiot, du Blöde! Ist das dein Neuer oder was? Was ist los hier? Ich wollte doch nur dein Geld. Die habe ich nicht geliebt. Stell dir jetzt. Wir wollen uns hier nicht auf das Niveau herablassen, okay? Es soll hier nicht weiter eskalieren. Lassen Sie es sein, Sie machen sich nur unglücklich. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie bitte mit. Ich kann wirklich, verlassen Sie die Dove da lachen. Ich kann wirklich verstehen, dass Sie mega enttäuscht sind und sauer sind darüber. Aber wir können es nicht ändern. Es ist besser, dass es jetzt rausgekommen ist. Ich habe die Polizei informiert. Glauben Sie mir, die Roxy wird ihre gerechte Strafe dafür kriegen und die beiden Männer genauso. Schlimmer kann es ja schon gar nicht mehr gehen. Ich werde das akzeptieren. Hoffentlich haben Sie recht. Das müssen Sie wohl oder übel. Es tut mir echt wahnsinnig leid. Lassen Sie uns bitte gehen. Roxy D., Torben K. und Goran U. wurden wegen gemeinschaftlichen versuchten Menschenhandels zu Freiheitsstrafen von je 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Roxy D. erhielt wegen Betrugs zusätzlich eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten.